Die Top 5 Metadecks für das Format April 2021. Viel Spaß damit, Leute! Ja, wie ihr seht, auf Platz 5 haben wir mehr als nur ein Deck. Es gibt nämlich da einige Decks, die da wirklich relevant sind. Denn es gibt wirklich nur 4 krasse Metadecks aktuell. Deswegen habe ich auf Platz 5 5 verschiedene Decks gepackt, die ungefähr dasselbe Power-Level haben, aber nicht unbedingt im Meta eingeordnet werden können. Das ist eher so Tier 2, also relativ nah dran. Und die Decks sind halt folgende. Wir haben einmal Bird Up als Contender. Es ist einfach ein unglaublich starkes Deck, was relativ easy auf den Lock kommt, der dich in Windmonster lockt, was wirklich ziemlich gut ist. Und das Endboard ist halt auch relativ easy zu erreichen. Und es gibt natürlich auch dann verschiedene Handtrips, die das Deck outen können. Aber das Endboard mit Simorgh plus Appaloosa plus halt die Barrier Statue ist halt schon ziemlich böse. Deswegen auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Prankets ist natürlich auch ein richtig, richtig krasses Deck. Es braucht nur eine Normal Summon, um halt mit Miau Miau komplett sein Endport zu starten, was natürlich nachher auf Battle Butler plus halt Miau Miau im Friedhof endet, was halt zwei Regis in deinem Spielzug sind, was, wenn wir ehrlich sind, ziemlich, ziemlich stark ist. VW, also Virtual World von letztem Format, was natürlich jetzt VFD verloren hat, aber wir dürfen nicht vergessen, das hat immer noch ein richtig, richtig großes Potenzial, denn es kann auf einem Endport enden, was halt Chen Chen ist, plus halt entweder Dragoon oder halt Kaliga, was beide ziemlich starke Karten sind. Und es ist halt noch relativ konstant machbar. Und es ist mit den neuen Karten, die gekommen sind, sogar noch einfacher geworden, verschiedene Plays zu machen und gegen Handtraps nicht mehr so anfällig zu sein. Also es ist immer noch ein ziemlich, ziemlich starkes Deck. Phantom Knights auch nicht vergessen. Phantom Knights ist ein sehr, sehr starkes Deck. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Phantom Knights zu spielen. Entweder die Strategie mit Cherubini, dann haben wir die Strategie mit den Red Raptors zum Beispiel, die auch ganz cool ist. Also viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Deck wirklich halt gut zu spielen. Also das werdet ihr auf jeden Fall auch häufiger sehen. Und dann haben wir jetzt noch Drytron. Drytron ist auch ein Verbleibsplatz im letzten Format. Natürlich jetzt mit einer Benten ein bisschen weniger krass, aber das Endboard mit Herald ist halt trotzdem schon strong. Und die können halt ein paar mehr Plays machen, als nur den Herald zu legen. Und das hilft halt wirklich weiter, damit halt die wirklich auch spielen können. Es ist natürlich auch mal ein gutes Deck. Also bereitet euch darauf vor, diese 5 Decks werdet ihr so im T1.5 halt öfter mal sehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Decks die krassesten Überdecks aller Zeiten sind, aber sie werden auftauchen auf Turnieren, wenn ihr das spielen wollt, oder auf Locals, also werdet ihr diese Decks auf jeden Fall abbekommen. Und da würde ich auf jeden Fall vorbereitet sein, dass diese Decks ja wirklich euch nicht foppen können, wenn ihr die Endboards halt nicht kennt. Das ist halt schon richtig strong. Ich habe jetzt mir gedacht, ich mache öfter mal so eine Meta-Tierliste. Wenn euch sowas gefällt, lasst mir mal ein Abo da, damit ihr auch sowas nicht verpassen sollt. Und die Liste ist halt so aufgebaut, dass wir halt jetzt diese ganzen Decks haben und ihr quasi wisst, welche Decks ihr am häufigsten sehen werdet und auf was die ungefähr enden oder was halt so die Keyplayer in dem Deck sind. Und damit ihr quasi auch versteht, worum es bei den Decks auch geht. Denn ich finde halt diese Liste immer ganz praktisch, wenn man sagt, okay, ja, okay, das sind die Decks. Wenn man aber nicht weiß, was sie so machen, bringt ihm das halt nicht so viel. Deswegen diese Liste hier. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob ich sowas öfter machen soll. Ich persönlich denke schon, weil das eine coole Idee ist für ein Video. Kommen wir aber zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 belegt bei mir Shadol, Dogmatiker, Invoked. Das ist einfach ein richtig, richtig starkes Deck. Es wird halt auch sau oft gespielt, weil es halt relativ günstig ist. Die Dogmatiker-Karten und die Invoked-Karten sind relativ teuer. Das heißt, das ist so der Punkt, wo es halt mehr so Richtung Competitive geht. Aber die Shadol-Karten sind halt wirklich relativ günstig. Deswegen werden wir diesen Haufen relativ häufig sehen. Mit mehr Trap-Karten, Schism, Rash Shadol, gute Karten auf jeden Fall. Aber natürlich auch die nicht so Budget-Variante ist halt richtig strong. Also Normal Alistair-Effekt ist halt immer noch legit ein Thema und ist immer noch ziemlich gut. Und natürlich die Dogmatiker-Karten mit Sende, mit Nadir Servant, einfach mal Abgrund und Friedhof und Search Schism ist halt schon richtig strong. Brauchen wir nicht drüber reden, denn es ist halt einfach ein Winder, was ihr einfach in eurer Runde beschwören könnt, um noch einen Dark Mentor zu outen. Das ist halt richtig strong. Ne? Also dieses Deck werden wir auch erhalten bleiben. Er ist aber nur Platz 4. In dem Deck könnte aber auch Dragoon vorkommen. Also müsst ihr wirklich aufpassen, denn Dragoon ist auf jeden Fall legit eine Karte, die dann gespielt wird, weil man braucht auf jeden Fall zwei Monster. Also das könnte wirklich halt vorkommen. Auf jeden Fall gutes Deck. Oh ja, ja, Dinos. Dinos werden uns wahrscheinlich nie verlieren. Platz Nummer 3 habe ich natürlich den Dino Go Second Brrr gelegt. Denn dieses Deck ist legit immer noch ziemlich, ziemlich stark. Mit der Resurgent von Dragonlink und dem Bann von VFD ist natürlich Dinos jetzt wieder deutlich besser, als es halt letztes Format gewesen ist. Und Dinos geht halt Go Second, geht All In. Braucht eigentlich nur einen Monster, um alles zu foppen. Es gibt jetzt wieder Karten wie Dark Ruler, wie Droplets, wie Lightning Storm, die quasi alles outen können. Und so Karten wie Lost World sind richtig stark. Die haben jetzt kein wirkliches Endport, aber das Bossmonster natürlich, also der Ultimativleiter Doranum, ist natürlich richtig stark. Diese Karte kann alle Monster angreifen, kann Karten auf den Friedhof schicken, wenn sie angreift, alle Karten bucken. Und
Ich immer zu verschiedene Saurier. Haben wir Red Mask? Richtig, richtig strong. Macht auf jeden Fall Spaß, das Deck zu spielen. Wenn ihr es immer nicht ausprobiert habt, macht es mal online, spielt mal ein bisschen damit. Ist ein cooles Deck. Aber ich habe halt gedacht, dieses Deck ist zwar gut, aber gegen die ersten beiden Decks struggelt es halt ein bisschen und die Siegeschancen für die ersten beiden Decks sind dann schon ein bisschen größer. Meiner Meinung nach zumindest. Weil die halt second gehen müssen und hoffen müssen, dass sie die richtigen Karten bekommen, um halt das gegnerische Board zu outen. Obwohl die auf jeden Fall die Tools dafür haben, verstehe mich nicht falsch. Dinos, gutes Deck, aber nicht die besten zwei auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu Zeus Turbo, oder wie wir es auch die Gentlemans nennen, Eldritch Zodiac. Dieses Deck ist legit richtig stark, denn es braucht im Endeffekt die Trap Engine, irgendein normal summon Monster, um halt in seine Plays zu starten, und Zeus ist halt eine richtig starke Karte. Und ein Zeus mit 6 Materialien, was 3 Karten senden kann. Ein Zeus mit 6 Materialien ist, wenn wir ehrlich sind, auch einfach ziemlich schwer zu outen. Denn der kann einfach 3-mal Karten senden, alles auf dem Feld. Das heißt, wenn der Gegner das richtig spielt, das tut er meistens, kriegt er halt extrem Value raus. Und natürlich ist Zeus eine richtig starke Karte, aber wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich die Eldritch-Karten sich immer wieder recyceln können. Das heißt, die banischen sich, holen aus dem Deck die anderen Karten. Das heißt, selbst wenn wir mit Zeus die Karten noch im Friedhof legen, kriegen wir halt in der Endphase wieder halt den Value zurück und kriegen ja halt wieder Karten, die wir setzen können. Und der Golden Lord ist einfach richtig stumpf, der ist halt richtig groß, der kann nicht zerstört werden, wenn er durch seinen eigenen Effekt kommt. Also auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Karte. Und die Zodiac-Karten, ja, Dryden ist eine coole Karte, die machen eine Kombo, die können Megaclops machen, kommt mittlerweile seltener vor, aber ist immer noch möglich, auf jeden Fall auch da aufpassen, denn die Karte ist echt scary, wenn ihr die nicht outen könnt, denn nicht berührbar durch Monster, die nicht exil sind, und nicht durch Kampfzerstörbar durch Monster, die nicht exil sind, ist halt legit ein Thema. Ihr könnt ihn mit Spell Traps outen, relativ easy sogar, aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn das ist halt ein richtig, richtig gutes Deck. Endboard ist meistens halt wirklich Zeus mit 2 verdeckten Karten oder so. Das ist halt jetzt nicht so ein krasses Endboard, aber auf jeden Fall mit wenig Ressourcen dahin kommen und ihr meistens halt viele Handtraps und halt mit euch mitzuspielen. Also auf jeden Fall aufpassen. Und TT übrigens auch eine gute Karte, auch in dem Deck öfter mal gespielt, also aufpassen. Und dann kommen wir natürlich jetzt zum absoluten Top-Deck dieses Formats und das geht natürlich an Dragonlink. Wer hätte es gedacht? Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt, denn Dragonlink ist halt einfach richtig konstant. Es ist nicht mehr so krass, wie es mit Linkross gewesen ist und man spielt auch keine Needlefire-Bekommer mehr unbedingt in dem Deck, aber es ist legit wirklich ein gutes Deck. Viele haben auch diesen Basterlog ausprobiert. Kann ich euch sagen, habt keine Angst davor, der wird selten vorkommen. Also bei einem guten Deckbild ist der eigentlich nicht mehr mit drin, denn die sind meistens umgestiegen auf die Trap-Karte von den Dragonmates, die halt einfach ein Bounce ist aus dem Friedhof oder von einem Feld, was auch ziemlich gut sein kann, weil die sind und die kann auch eigene Karten bouncen. Also ziemlich gut und mit der Dragonmate kann ich halt selber auch specialen vom Friedhof. Kann auch ziemlich gut sein. Und die enden halt meistens auf Seal plus Savage und halt die Trap. Das ist halt nicht so ein krasses Endport, aber es kann wirklich richtig gut sein. Und wenn die Second gehen, könnt ihr euch mit Levinia auch Kartenressourcen klauen. Das ist halt auch gut. Und ich starte meistens auch wirklich, wenn ihr First geht, auch mit einer Karte weniger, weil ihr ja die Karte aus der Hand trippen kann. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und ich gebe euch einen Tipp. Einen Tipp, der für euch alle wichtig ist. Ashed niemals Chaos Space. Niemals. Denn wenn der Gegner einen Gamma hat, seid ihr tot. Denn dann kriegt ihr quasi den Surge plus 2 Monster aus Feld. Das würde ich niemals riskieren, weil da könnt ihr noch Omega machen und euch noch eine Karte rippen. Das heißt, ihr startet mit 4 Karten anstatt 6 gegen ein Board, was 2 Interruptions hat. Also eine Gate und ein Bounce, der aus dem Deck ein Monster specialt. Und nochmal ein Bounce. Das ist also unglaublich gefährlich. Auf jeden Fall nicht ashen. Chaos Space. Versteht mich. Nicht machen. So, das konkludiert aber auch unsere Liste für heute. Die Top 5 Metadecks. Hier sind sie nochmal aufgelistet in schön, wie im Thumbnail auch. Es ist einfach ein cooles Format aktuell, würde ich sagen. Dragonlink ist zwar ein bisschen nervig, weil es schon so lange war. Aber die Liste ist halt eine ganz andere wie vor noch einem Jahr. Also von daher finde ich das ganz cool. Eldritch Zodiac wird vorhanden bleiben, solange Zeus da ist. Und Dinos werden auch so lange da sein, bis Mr. Nessorus halt gebannt ist. Was, wenn wir ehrlich sind, was ich nicht für sehr wahrscheinlich halte. Shadol ist ein gutes Deck, haben wir Support-Karten bekommen im Ghost from the Past. Mal sehen, ob die gespielt werden, das wird sich noch zeigen. Natürlich anderen Decks nicht unterschätzen. Und es gibt viele, viele Tier-2-Contender, die wirklich halt da sind. Also unterschätzte Decks. Wenn ihr also so ein Video, wie wir es jetzt hier haben, mal mit so unterschätzten Decks halt haben wollt, die legit gar nicht so schlecht sind, im selben Format, wie ich jetzt das hier gemacht habe, lasst mir auf jeden Fall mal unten einen Kommentar, damit ich das weiß, dass ihr sowas haben wollt. Und dann würde ich sagen, das war's schon fürs heute Video. Bis dann oder rein. Ciao, Leute.